1987 erschien der Roman Morisco im Aufbau Verlag. Darin erzählt Alfred Welm die Geschichte eines erfolgreichen Architekten, der in leitender Funktion das Plattenbauprogramm der DDR voranbringt. Der Preis des Erfolges ist Anpassung in große und vermeintlich unumstößliche Abläufe, also Aufgabe von Individualität. Der Architekt zieht die Notbremse und übernimmt die weniger mit gesellschaftlicher Anerkennung bedachte Sanierung eines alten Schlosses. Als Vorlage dient dem Schriftsteller dabei das Renaissance-Schloss in Güstrow. Warum aber entschloss sich der Hinsdorf Verlag, den fast 500-seitigen Roman nach 30 Jahren erneut aufzulegen? Also gute Bücher werden ja nicht alt, ne? Und es gibt leider einige gute Bücher, die in Vergessenheit geraten. Und für uns war das, also ich habe den Roman vor 2 Jahren zum ersten Mal gelesen. Ich kannte ihn vorher nicht. Ich kannte von Alfred Welm die Kinderbücher und war jetzt etwas skeptisch und bin dann so reingerissen worden in diese Geschichte, weil ich diesen Roman, es ist natürlich ein DDR-Roman, es geht um Plattenbausiedlung, also es geht um einen Architekten, der Karriere macht und auf einer Großbaustelle eine leitende Funktion hat, aber immer mehr so das Gefühl bekommt, ist es das? Also ist es nicht so, dass ich alle meine Träume und meine Vision sozusagen jetzt hinten anstelle und nur noch funktioniere? Und für mich, das ist mir ganz toll unter die Haut gegangen, das Buch. Und deshalb sehe ich das als einen ganz aktuellen Roman. Natürlich ist es 30 Jahre alt, aber wir lesen auch noch Thomas Mann heute. Also insofern, ne? Insofern ist für mich es ist ein aktuelles Buch. Man kann es als DDR-Buch lesen, man kann es aber auch wirklich als Buch lesen, was uns heute ganz, ganz viel sagt. Alfred Welm erlebte die Restaurierung des Güstrower Schlosses in den 70er Jahren hautnah mit. Von 1971 bis 1973 stellte ihm die Stadt auf Vermittlung des Kinderbuchverlages ein Zimmer im Schloss als Arbeitsraum zur Verfügung. Später zog Alfred Welm nach Lohmen, wo er 2001 starb. Zur Präsentation des Buches hatte Lektor Thomas Galin die Witwe Gudrun Welm, die Journalistin Adelheid Wedel sowie die Autorin Barbara Schubert-Felmi eingeladen.